Genau, das wird unser Konferenzraum hier. Deswegen auch an so eine komische Stelle hier die Steckdose, weil da soll ein dicker Fernseher hin hier. Weißt du? So zum Zocken, habe ich mir gedacht. Okay. Kommt hier ein großer Bildschirm hin und Tische hier, da ist die Durchreiche, weil dahinter ist die Küche für Silke. Ja, warte, hier, kommen wir hier, hier. Hier ist die Küche für Silke. Ne? Hier ist das schon eigentlich alles fertig, elektromäßig. Guck mal, Silke kriegt sogar ihr, habe ich hier eine Patchdose gesetzt, kriegt Silke ihren eigenen WLAN-Verteiler. Die braucht nämlich immer hier, die guckt nämlich immer, während die Kartoffeln kochen, verschisse, guckt sie immer Serie. Okay. Sturm der Liebe, weißt du? Ist das überhaupt ARD? Ich weiß es gar nicht. Naja, und dann hier ist die Näherei. Hier, das alles hier wird Näherei werden. Hier habe ich schon das 2,5er, 5-adrige Kabel gelegt als Unterverteilung für alles. Hier ist sanitäre On-Login. Also sprich, naja, weiß schon, Donnerbalken. Und hier kommt ein Umkleideraum hin. Außerdem soll das halt eigentlich auch ein Raum sein, wo sich Leute zurückziehen können und ihren Teppich nach Osten hinlegen können, verstehst du? Weil wir haben einfach sozusagen da in der Firma ein Bedürfnis nach und dem möchten wir auch gern gerecht werden. Unten gehen wir mal runter. Das wird hier sowas wie ein Hauswirtschaftsraum, aber mit Werkstatt. Also hier kommen Werkbänke hin, was weiß ich, eine Fräse, eine Tischbohrmaschine, eine kleine Drehbank brauchen wir, um Ersatzteile für unsere Maschinen selber herstellen zu können. Hier ist Zuschnitt, das ist der Cutter, wird der Cutter stehen, mit einem 12 Meter Legetisch dahinter. Das wird richtig geil, wird das. Das wird richtig geil. Hier ist das Wareneingangslager, also das Rohwarenlager. Hier werden wir beschickt mit Ware durch dieses Tor. In diesem Bereich kommt ein Fertigwarenlager und in diesem Bereich hier quasi kommt die Herstellung von Isolierverpackungen. Wir produzieren Isolierverpackung für Pharma und Food und das soll auch hier passieren natürlich. Genau. Und jetzt verfugen die hier, Alter, du musst dir das mal angucken, wie geil das aussieht. Ohne Scheiß, Alter, wie der geil. Das machen die so geil. Guck dir das an, ey. Du erkennst das Gebäude gar nicht wieder. Guck mal, das sieht aus, als wenn das hier gerade einer hingemauert hat. Guck dir das an hier. Sieht aus wie niegelnagelneu, ne? Ha? Ha? Ist das krass? So, Böckis, nicht? Guck mal, hier ist was Leckeres drin, ne? So, dann müssen wir mal gucken hier. Geh mal weg da, Doc. Geh mal da weg, du. Komm! Ja, komm mal. Guck mal, da fehlt doch wer. Jetzt, okay. Ja, komm mal mit. Ja, komm mal mit, du. Ja, komm mal mit, du. Oller Bock, du. Komm mal, komm mal. Ja, komm mal. Ja. Oh. Ja, komm. Ja, komm. Hier gibt's was. Nee, das ist scheiße. Komm mal, hier zurück. Oh, Mann, ey. Komm hier, komm. Ja, ihr seid so doof, ne? Na also, so, und jetzt hier lang, komm. Ach ja, okay. Sie sind nicht die allerhellsten, aber ich liebe sie trotzdem. Was soll ich machen? Was willst du machen? Aber ist ganz schön, weißt du, so eine kleine Bockherde, die ist so händelbar, hast ja gesehen, ne? Und dann kannst du so kleinere Stücken einzäunen, wo du keinen Bock hast, da zu mähen. Insbesondere so um den Hof rum oder wo irgendwo, wenn ich irgendwie so steinige Wiesen habe, wo ich mir den Rasenmäher kaputt mache oder wo ich mich nicht so richtig traue, da irgendwie zu mähen oder so, da schicke ich dann die Böckis hin und die regeln das dann für mich. Das wird hier englischer Rasen, wenn die damit durch sind. So, weiter geht's. Naja, jetzt müssen wir ein bisschen Strom machen, ne? Sonst sind sie ja gleich wieder weg. Der Tocker, du! Jetzt wollen wir mal gucken, ich habe so ein Gerät dafür, um das mal zu testen. Das habe ich noch nie benutzt. Das können wir mal ausprobieren. Ja, ob da überhaupt ein bisschen Kratzepeng drauf ist, verstehst du? Ob hier eigentlich einer eine gewischt kriegt oder nicht. Weil das ist natürlich scheiße, ne? Wenn die jetzt ausbüchsen hier,
Dann fressen die Blumen weg und hast du nicht gesehen. Und dann bin ich wieder der Buhmann hier im Dorf. Das ist immer scheiße. Deswegen wäre das gut, wenn da ein bisschen was drauf ist. Funktioniert ja gar nicht. Tackert gar nicht. Was ist das denn? Okay. Schau's doch mal an. Gucken, gucken. Ja, dafür habe ich das Gerät. Habe ich sonst immer so gemacht. Aber ich habe gedacht, irgendwie, man ist ja auch irgendwie nicht mehr Neandertaler. Man kann ja mal hier... Irgendwas muss da drauf sein. Nee, kann doch nicht wahr sein. Doch, hier ja. Guck mal. Guck mal. Hier ist volle 12.000 Volt, wenn ich das hier dran halte. Aber wenn ich das hier dran halte... Doch, hier auch. Doch, zubbelt. Zubbelt, okay. 12.000 Volt. Aber jetzt gucken wir noch mal da hinten. Oder ist denn dann schon da nichts mehr drauf oder was? Ist das denn hier schon weg? Nein, hier ist nichts. Und hier? Irgendwas muss da drauf sein. Nee. Okay, dann liegt das da dran, das hier. Hier ist das Loch, ne? Das ist so eine Elektrozäune, kostet auch eine Menge Kohle, weißt du? Da kaufst du dir nicht gleich einen neuen. Weißt du was? Dann nutzen wir mal die Gelegenheit und reparieren den. Vielleicht kriegen wir den repariert. Warte mal. Ich müsste irgendwo noch Dingens haben. Das große hier müssen wir flicken. Das ist wichtig. Weißt du, wieso was passiert hier? Ja. Wildschwein. Das habe ich den Zaun in der Nähe von der Waldlichtung gehabt. Dann kommen die Wildschweine und dann... Müssen die da durch. Müssen dann da durch, ja. Aber die haben halt auch richtig Power, Wildschweine, weißt du? Die gehen dann auch da durch. Das macht denen gar nichts aus. Und dann ist das Schrott, der Zaun. So. Und fällt dir zum Thema Zaunbauen was Philosophisches ein, was auf unsere Welt vielleicht sogar passen würde, Marco? Naja, die Menschen denken immer an das sozusagen, was sie irgendwie voneinander trennt. Und rufen sich viel weniger in Erinnerung, was sie verbindet und was gleich ist. Natürlich kommt einem sofort die Rassismusfrage irgendwie in den Sinn und so, ne? Da sozusagen, also bei der Frage von Ethnien denken Menschen immer nur an das, was sie trennt voneinander, was die Unterschiede sind, aber nicht das, was sie verbindet. Und genauso verhält es sich auch mit der Woke-Culture meines Erachtens, also mit der Frage sozusagen, wie gehen wir mit Minderheiten um, ob das jetzt sexuelle Minderheiten sind oder ob es Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen sind. Wie inkludieren wir Leute sozusagen? Und wenn Leute sich darüber unterhalten, habe ich immer das Gefühl, die unterhalten sich dann immer über das, was sie trennt irgendwie voneinander, was unterschiedlich ist. Der eine ist schwul, der andere ist lesbisch. Das ist ja so wahnsinnig unterschiedlich. Aber die Gefühle, die Menschen haben, was weiß ich, verliebt sein, Liebeskummer und das alles, Mutterschaft, Vaterschaft, die Gefühle dabei, die sind einfach total universell, die haben wir alle, die verbinden uns total. Und wenn wir uns da mehr drauf konzentrieren würden, als auf das konzentrieren würden, was uns sozusagen voneinander unterscheidet, dann müssten wir uns auch viel weniger über so selbstverständliche Dinge unterhalten, wie, dass es niemandem was angeht, wen wir lieben und wen nicht. Kannst du mir so ungefähr folgen, was ich damit versuche zu sagen? Und das sind halt so Zäune in den Köpfen von Leuten, die sie sich bauen einfach. Oder die vielleicht auch gebaut werden oder in der Vergangenheit gebaut worden sind. So, wenn ich jetzt hier... So, jetzt tackert das hier auch. Na also, was haben wir jetzt hier? 8000 Volt haben wir. Da büxt keiner mehr aus hier. Gut, haben wir gemacht, Heidi. So, noch einen abschließenden Satz zu der Nummer oder hast du alles gesagt? Ich habe alles gesagt. So, damit ich mich entspannen kann, muss ich jetzt noch ein paar Sachen machen. Zwar muss ich noch das Wasserfass für die Schafe holen und auffüllen und so weiter und so fort. So, ihr wisst Bescheid. Liked, abonniert den Channel und so weiter und so fort. Bleibt dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.